Zeit, aber großer Applaus für Amelie Deiss. Reicht der Mikrofon jetzt ganz wichtig, weil ich habe neulich im Sommer da draußen, ich weiß nicht, ob jemand da war, habe ich einen berühmten Zeichner aus Erlangen habe ich interviewt, habe auch ein Gespräch geführt und meine Frau hat mir wochenlang hat die mir vorgeworfen, dass ich diese Person nicht richtig erklärt und begrüßt hätte. Und deswegen jetzt gleich am Anfang, seit Februar 2015 ist Amelie Deiss die neue Leiterin des Kunstpalais Erlangen und der Städtischen Sammlung. Und es war am Anfang und jetzt weiß jeder, wer du bist. Hast du einen Mann, der dir im Nachgang auch immer sagt, einen Vorwurf, dass du falsch gemacht hättest? Es wird weniger. Es wird weniger? Ja. Weil du keine Fehler mehr machst oder weil er sich nichts mehr zu sagen traut? Das ist eine gute Frage. Was glaubst du? Weil ich keine Fehler mehr mache. Tatsächlich? Ja. Das ist erschreckend. Mir wurde zugetragen, du wärst Schwäbin. Ja, ja. Was? Aber ja, wir sind abtrainiert. Ja, du warst auf einer Sprachschule oder was? Nee, alles in autodidaktische. Tatsächlich? Durch Druck aus Heidelberg zuerst und dann aus Berlin. Und die haben gesagt, du darfst nicht weiter so sprechen? Nee, mir ist dann vieles aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass ich so schwer spreche. Bis dann immer mal wieder gelacht würde dich, bis man nicht erklären konnte, warum. Und so wurde ich dann nach und nach, wusste ich es halt nicht Schere, sondern Schere. Das hat er für dich geübt, oder was? Immer wieder dann, weil wenn dann wieder das Wort kam, dachte ich, jetzt gucke ich mal, ob es Hochdeutscher geht. Und gibt es so, dass du zu Dr. Jekyll, Mr. Hyde, wenn du dann mit jemandem von der Alp telefonierst, dass es plötzlich... Ja, ja. Und alle Mitarbeiter im Büro... Ja, das macht sie sind übergeschnappt. Ja. Ich glaube schon, ja. Das Schwäbisch ist, aber... Ich finde, es hört sich wahrscheinlich auch wieder verwerflich an, aber wenn eine hübsche Frau Schwäbisch spricht, das ist kein Schaden. kam mir anders vor. Es ist natürlich auch das Vorurteil, der Schwabe in München, das war ja wirklich, München, das war in Berlin, ein Politiker, glaube ich, über die Schwaben in Berlin, das ist schlimm eigentlich, oder? Ja, das stimmt. Wurde auch wendig gespielt, Schwaben auch. Als ich noch da gelebt habe. Da hast du gesagt, ich darf mich nicht so erinnern. Da habe ich dann gedacht, dann ziehe ich lieber nach Bayern. Okay. Weil die auch scheiße sprechen. Von Berlin aus dachte ich immer, wir sind alles Süddeutsch. Aber wenn man dann erst in Oberbayern wohnt und dann in Franken, dann merkt man, dass alles sehr, sehr feine Unterschiede gibt. Von Zeitungskritikern wird ja oft behauptet, dass das... zumeist alles Leute waren, die gerne mal Künstler geworden wären, das aber irgendwie nicht hingekriegt haben und jetzt in ihrem ganzen Kram halt andere Leute beurteilen, das machen. Ist das bei der Leiterin des Kunstpalais ähnlich? Nee, tatsächlich gar nicht. Also es gibt, glaube ich, wirklich viele Leute, die Kunstgeschichte deshalb studieren, weil sie dann doch nicht Kunst studieren wollten. Aber da werde ich nie auf die Idee kommen. Also, im Kunstunterricht, so vorm Abitur, als alle dann gerne vielleicht dann die Sachen gemacht haben, habe ich gemerkt, okay, ich kann das gut beschreiben und ich kann damit mitarbeiten. Okay. Mhm. Ja. Also ihr macht euch die Finger dreckig und ich erzähle euch, was ihr damit gemalt habt. Genau, am Anfang habe ich das und jetzt ist natürlich die noch größere Freude ist es dann auszuwählen, sich anzugucken, sich dann das auszuwählen, was man dann hier erlaubt. Und dann mit den Künstlern und Künstlerinnen sich das dann überlegt, wie es dann in der Kunstpalais aussehen soll. Das ist also eine Machtposition, die man hat. Ja, ja. Da stehst du drauf. Ja. Jetzt weiß ich schon, warum der Mann immer so oft kritisiert. Wann wusstest du, dass du Kunst ausstellen willst? Eigentlich so am Ende vom Studium. Und dann habe ich ein Volontariat gemacht und dann war es sicher, dass der beste Job der Welt. Fantastisch. Du hast in Ingolstadt, das hat sich ein wenig spröde angehört, ja. Da gibt es ein Museum für
einstecken. Oh, ja. Aber da hast du konkrete Kunst ausgestellt. Ja, also es ist halt eine große Herausforderung, weil also konkrete Kunst ist eigentlich ungegenständliche Kunst. Und davor haben die Leute natürlich Angst, noch mehr Angst als vor normaler Kunst sozusagen. Und das macht natürlich Spaß, das abzubauen. Und dann sagt ja, kommt rein, guckt euch an und eigentlich kann jeder da was Interessantes sehen, auch wenn nicht mal eine Geschichte drin ist. Also einfach nur Form und Farbe und Material. Und wenn man das kann, dann kann man sowieso Glitzer und alles anstellen. Ach so, wenn man diesen harten Keks, den Leuten zum Kauen gibt, dann tut man sich mit dem Rest einfach. Oder wie hast du die dann zur konkreten Kunst gelockt, die Leute? Es gibt auch einen Latte Macchiato, wenn ihr 5 Bilder euch angeschaut habt. Ne, wir hatten zum Beispiel ganz mal eine Ausstellung mit einem Künstler, der ist Martin Börn, oder heißt nach wie vor Martin Börn, toller Künstler aus München. Und der hatte dann ein Grill-Event gemacht, das hieß Grillbill. Und der hat eben Grill und Würstchenstand und alles eben in Formen einfach gemacht, nur Quadrat, Kreis. Und das war zum Beispiel ein großer Erfolg. Und dann sind die Leute hinterher auch ins Museum gegangen. Ah, verdammt schlau. Ich habe jetzt hier die schöne Frage stehen, was ist Kunst? Das ist ja wirklich eine Fangfrage. Aber kann man doch mal machen, das ist die Frage, die ich beantworten könnte. Ja, stimmt, aber ich habe gar nicht was auswendig gelernt dafür. Kunst ist Freiheit und Freiheit im Denken, die man dem Betrachter ermöglicht, die man aber auch dem der Machende sich sozusagen rausnimmt. Und neue Möglichkeiten, Denkräume, neue Erfahrungen, die man in anderen Bereichen nicht machen könnte. Jetzt, das hat jetzt so schnell aus dem Hinterstübchen hervorgeschüttelt. Ja, klar. Oder die Strecke war auch ein Kauf. Ich war letzte Woche im Kunstpalais. Ich bin zur Kasse hin, habe erst einmal eine Weile nichts gesagt und habe dann Eintritt bezahlt. Und ich habe aber überlegt, ob ich sage, die Frau Deiß ist nächste Woche bei einer Großveranstaltung, werde ich ihr hochintelligente Fragen stellen. Aber es war dann unterwandert, würde ich. Und das wollte ich nur sagen, ich habe den Eintritt sehr bezahlt. Ich habe hier die Quittung auch. Ich werde steuerlich ansetzen, mache das mal. Steuerberater. Aber ich wollte die Kunst in Erlangen auch unterstützen. Und dann war ich im Erdgeschoss, im Erdgeschoss. Da ist eine echte Jeanshose auf ein Bild geklebt, Schmucksteine als Augen, also so nachgemachte Diamanten in Augen, wunderbar vergrößerte Lippen, die wahrscheinlich vorher fotografiert wurden ausgeschnitten und an die Stelle der Lippen hingeklebt. Wie bist du denn auf einen amerikanischen Künstler, der das alles gezaubert hat, auf diesen D-Bahn, du musst mir helfen, Shimoyama, wie bist du auf den gekommen? Also den habe ich zum Beispiel ein kleines Bild von ihm gesehen auf der Messe in New York, in London vor ein paar Jahren und ein Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade zeigen, ein kleines, auch sehr ruhiges Bild, weil jetzt aktuell geht es ganz viel um Monster und um Mythologie und Tarotkarten. Und da war es einfach nur ein Mann, der Makaronisalat isst. Aber das Bild war eben so, wie das, was du gesehen hast, mit Neonfarbe, mit Glitzer, mit aufgeklebten Augen, aufgeklebten Lippen und war so strahlend und schrill und wild irgendwie auf eine Art. Und dann dieser total ruhige Mann, der da seinen Salat isst und im Hintergrund grillt die Rippchen. Das fand ich so gut und dann dachte ich, das müssen wir genauer anschauen. Und dann haben wir ihn eingeladen und er sagt, ja, kommt. Und jetzt hast du die erste große Schau in Europa. Kannst du dir in deinen Colt hineinschnitzen, diese Auszeichnung? Habe ich schon. Hast du schon? Und bist glücklich. Und warst in New York? Nee, nein. Also er liegt auch in London. Hast du ihn entdeckt, oder? In London habe ich ihn entdeckt. Genau. Also er liegt in Pittsburgh. Und dann habe ich gesagt, so ähnlich wie Erlangen. Da hat man ja schon den Eindruck, wenn man sich das anschaut, gerade in Deban Shimoyama, dass da jemand sehr froh ist, dass er nicht
mehr konkrete Kunst darstellen muss. Ja, das muss ich leider zugeben. Ah, ja. Ich mein ehemaliges Museum und meine ganzen Kolleginnen und Kollegen dort mag, aber es war tatsächlich kurzendlich für mich freigelassen. Weil dann immer alles, was man sieht, hätte ich sowas wie das früher gesehen, hätte ich halt immer was, das kann ich vielleicht später irgendwann mal ausstellen und jetzt gibt es eigentlich keine Grenzen mehr. Könnten sogar konkrete Kunst mehr ausstellen. Habe ich das sozusagen in meinem ganzen großen künstlerischen Sachverstand richtig angeschätzt, die Kuratorin in dem Punkt? Vollkommen. Dann bin ich in den Keller hinuntergegangen, da gibt es ein Video an der Wand, wo ich gedacht habe, das gibt es ja im Internet, dieses Unboxing, dass man so Sachen öffnet und sich ein wenig Zeit lässt und es spannend macht. Und dann dachte ich mir, was boxt der denn an oder wird überhaupt noch angeboxt? Und wenn ich habe es nicht nachgelesen, aber es sind, glaube ich, so Soldatenessen, so Fertiggerichte, die da geöffnet werden. Genau. Verschiedene so Militärrationen aus verschiedenen Ländern. Und da kann man dann zuschauen, bei einem Nudelgericht, wo man, ich habe fast ein wenig Appetit gerichtet. Ja gut, dass du nicht eingeschlafen bist, weil diese Videos sind, ich habe vergessen, wie es heißt, aber es gibt ja im Internet auch so eine Videogattung, die dazu da ist, hören sich Leute an, um so ja, leichter einzuschlafen, sich zu entspannen, wenn so ganz über so Papier geknistert wird oder so an so einem Gabelzinken wieder so gestreichelt und so. Ich finde es nicht so schön, die Geräusche, aber vielleicht sind schon Leute bestimmt in der Ausstellung auch eingeschlafen. Okay. Dann ist auf jeden Fall dieses Video läuft da und daneben ist eine Keramik. Da ist ein Mann mit einem wunderschönen Topfschnitt, nackend in einem leichten, gekotzten Grün gehalten, der sein riesiges Gemächt mit der linken Hand stolz oder würdevoll vor sich hinhält. Ja, das ist sozusagen der Eingang zu unserer Ausstellung, die heißt auch, also von Susanna Cimatul ist das, und das heißt The Happy Deppy Ecstasy Institute. Und fragt man sich die ganze Zeit einfach, was dieses Institut sein soll, das ist überall ein knalloranger Teppich und eben diese Figur, und das ist eine Reproduktion von einem sogenannten Püsterich. Und das sind kulturhistorische Objekte, das sind eigentlich so Wasserkannen oder Kannen, in die wird dann Wasser reingefüllt, wenn es dann, und das wird ans Feuer gestellt. Wenn das dann kocht, da kommt eben da Wasser dann raus und das heizt das Feuer wiederum an. Und das vermutet man, ist sehr benutzt worden, um Verträge zu besiegeln. Und zu seiner Theorie sagt eben, sowas sind queere Objekte, die sich einfach nicht richtig einfügen und anecken. Und das tun sie ja auch da sehr, obwohl es nur eine Rippe, also es ist gar kein Ton, sondern es ist auch Styropor, wie viel es bei ihr herausstellt. Ach, das ist Styropor, ich hätte wirklich gedacht, das wäre wahnsinnig schön gerade. Dieser Background hat mir natürlich gefehlt. Ich habe nur gesehen, da bereitet jemand Soldatenessen aus, daneben hält sich jemand den Schwanz. Und ich hatte so ein Déjà-vu, ich habe Kunst studiert und war irgendwann einmal, da wurde das Sommerfest organisiert und es war dieser ganze Wahnsinn ausgebreitet und ich habe für einen Moment hab ich das Gefühl, was würde passieren, wenn die Welt außerhalb der Akademie zu einem Promille mitkriegt, was wir da für einen Wahnsinn jeden Tag machen. Würden die nicht mit Mistgabeln kommen und uns versuchen, alles in Brand zu setzen und kurz und klar zu schauen. Und diesen Moment hatte ich, als ich den Mann gesehen habe mit dem Gemächt. Das ist schön, das freut mich. Hast du manchmal so Momente, wo du sagst, wenn das die in Erlangen mitkriegen, die drehen komplett durch? Ja, klar. Also das Gute ist ja auch, also es ist ja auch gut, wenn das passiert ist. Genau das soll ja auch kurz. Das soll nicht die Leute nicht immer nur provozieren, das ist andere auch gut, wenn es provoziert, ist gut, wenn es beruhigt, wenn es einfach, ja, wenn man eben drüber nachdenken muss, wenn man es jemandem erzählt, ja, was ich da gesehen habe, kann man nicht verstanden, was sollte das? Und deshalb denke ich auch, was du sagst, ist, was man dann so bei Kunst, gerade bei zeitgenössischer Kunst, erleben kann, das finde ich eben auch nach wie vor als Kuratorin und als Museumsleiterin etwas so faszinierend, dass es einfach, es kann alles passieren, es ist alles möglich. Und dann natürlich auch die Reaktionen von den Leuten darauf, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und fragen wir uns natürlich, wenn wir dann sowas machen, wir sind dann natürlich auf eine Art dann schon lange drin, wir verfolgen die Künstler, die Künstlerinnen arbeiten dann mit denen und dann kriegt man sowas erzählt und das ist dann oft so. Also zum Beispiel, vor ein paar Jahren haben wir eine Ausstellung gezeigt von Julian Chaillet und Julius von Bismarck.
Zwei Künstler, die beide für sich schon ziemlich bekannt sind, ziemlich erfolgreich, die haben aber noch nie zusammen eine Ausstellung gemacht. Wir sind auch beste Freunde und sind auch, arbeiten als Künstler gemeinsam. Und dann musste ich halt machen was Neues für die Ausstellung. Und dann bin ich hingefahren ins Atelier und dann haben sie mir das so erklärt. Aber ohne Bilder, dann haben sie gesagt, ja, sie haben sich vorgestellt, sie waren da jetzt in so einem Nationalpark und da gäbe es ja dann immer so diese Steinformationen, so Pilze und so, die würden ja dann auch ab und zu kaputt gemacht von den Touristen. Und sie hat sich jetzt überlegt, dass sie dann sowas sprengen. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, so, und dann erstmal warten, was dann da so kommt. Und genau, dann kam eben die große Aktion, dass sie genau solche Steinformationen nachbauen lassen in Mexiko und die dann sprengen. In einer einmal, also ist nur, der Bau hat Wochen gedauert und dann haben sie in einem Moment die gesprengt, das aufgezeichnet und das dann so als Video einfach ins Internet eingespeist und geguckt, ob irgendwer dann diese Verbrecher sucht. Und bei solchen Sachen, klar, da kommt man dann auch erstmal zurück ins Kunstpalais und erzählt es dann den Kollegen so, guck doch, was passiert. Freut sich halt einfach, wie das dann laufen wird. Aber gibt es in Erlangen auch viele Möglichkeiten, Sachen wegzusprengen? Also mal auf diesen, wo die Kirchweih mal stattfindet, dass man sagt, da wird es doch irgendeinen geben, der sagt, will auch gerne dafür hergeben. Stimmt. Kurz im öffentlichen Raum, ein schönes Thema. Ja, oh ja. Haben die einige Künstler in Nürnberg auch dafür gesorgt, die Volksszene richtig schön hinaufzufahren? Ja. Hast du da auch Erfahrungen mitgemacht? Klar, also Kunst im öffentlichen Raum ist natürlich super, dass es gibt und dass man da, also da können wir eben auch, also wir sind ja eine städtische Abteilung auch, dürfen wir da auch mitmischen und Wettbewerbe machen und gucken, was sich da die Leute aussehen. Jetzt haben wir gerade Schweiß gesammelt dafür. Schweiß? Für Kunst am Bau. Ah ja. Ja. Wird es ausgeschüttet oder riecht da dann weg oder was? Ja, doch nicht so sehr, sondern es wird der Schweiß, den wir gesammelt von einzelnen Probandinnen, der wird dann kondensiert und mit einem Mikroskop abfotografiert und diese Struktur dann zu Skulpturen gemacht, weil jeder Schweiß sieht anders aus, schon von jeder Person an jeder Körperstelle hat eine andere Form. Und wie wird der extrahierte Schweiß? Mit der Pipette wird er dann extrahiert. Er schwitzt und dann wird er abpipettiert. Ja. Das sind lauter fantastische Sachen. Ja. In so einem Kulturleben kommt einiges zusammen. Aber ich würde auch gerne für das Kunstpalais schwitzen. Das können wir bestimmt noch nachdenken. Ja, ja, würde ich dann noch nachreichen. Würde ich in meinem Body Sportclub Fürth. Und dann kann man das vielleicht kann die Claudia das filmen, wenn mir der Schweiß ab. Das dauert bei mir 5 Minuten, dann fange ich zum Schwitzen. Das wäre sehr gut, weil dann würden bestimmt auch noch mehr Leute kommen, weil dann dein Schweiß vielleicht auch da finden. Ja. Das Gespräch läuft ziemlich gut. Manchmal so Arschloch-Publikum da, die schreiben dann, aber heute läuft es fantastisch. Die rufen dann rein, was hat denn das mit Comedy zu tun? Und dann drohe ich ihnen einen an, dass ich ihnen die Zähne aus der Fresse haue, wenn sie mir den Blöd. Aber heute will ich, dann möchte ich mal applaudieren halt für sie. Das ist das Akademikerpublikum, was du kannst. Es gibt ja von dir kein Wikipedia-Eintrag, was ist denn da los? Löscht du das oder? Ja, jeden Morgen. Nein, ich habe leider noch keinen. Die muss man ja selber schreiben eigentlich. Das habe ich noch nicht gemacht. Sogar diese verhauten Rattelschnecks haben wir lange Wikipedia. Ja, die würden da schon. Stimmt, Stockholm. Aus Stockholm kommt der Rattelschneck rein. So von weit, so von. Ja, ich bin nur aus der Frankenstraße gekommen. Ja, aber. Leiterin des Kunstpalais und der Städtischen Sammlung, da müsste doch irgendein Hansel mal was. Ein paar Sätze über dein Schwäbisch verlangen. Vielleicht jetzt ja nach dem Gespräch. Wir wollen aber nicht zu der Ausstellung. Im Keller ist dann auch, da kommt in einen Raum und der ist belegt mit einer grünen Pipeline, wo kleingewachsene Menschen durchlaufen können. Also wo man sagt, was für ein Wahnsinn, wer hat denn das da genau? Es geht durch den ganzen Raum, diese grüne Pipeline, wer hat denn das gebaut? Also gebaut, also die Idee von Susanna Cheverton und gebaut hat es dann der fantastische Techniker, der Ingenieur. Der hat gesagt, du wirst da jetzt mal Pipeline reinmachen, Hobbits. Ja, es gab verschiedene Überlegungen, wie es gehen kann. Und es war natürlich die Hoffnung, dass wir die echte stählerne Pipeline da runterkriegen. Aber die,
hätten wir selbst mit unserem Budget auch nicht bezahlen können und schon gar nicht durch unseren Aufzug runterbekommen und dann mussten wir uns bauen. Aus was sind die gebaut, die Partner? Aus Sperrmitteln. Fantastisch. Das ist fantastisch. Und der Mann, der das gemacht hat, weißt du, mit dem sein Schlafverhalten oder irgendwas? Liegt der manchmal nach einer Ausstellung wahrscheinlich völlig ermattet, wochenlang in einem Eck? Nee, und dann, wenn es dann wieder losgeht, hat er panische Angst, was wieder für Irrsinn passieren wird. Er wird nicht so. Also er kann alles und er ist dann auch nach so einer Ausstellung, wo man dann immer, wenn man in der Vorbereitung, das ist eh eine harte, also eine wunderschöne, aber auch eine harte Zeit, so eine Ausstellungsendspurt. Und da hat es er natürlich manchmal am allerhärtesten getroffen, aber er ist dann auch immer erstaunlich gut gelaunt, auch bei den Eröffnungen. Na, das sagst du so keck, ja, wer weiß. Was auch sehr schön ist, und es gibt eine große Luftmatratze, wo das draufsteht. Ja. Kannst du mal die Ages drin, das habe ich mir in diesem scheiß fränkischen Gymnasium nicht beibringen können. Eine Luftmatratze, wo Tod drauf soll. Genau, also eigentlich ein Ballon. Also sie hatte die Idee, dass man für den letzten Raum einen traurigen Ballon macht. Und da muss man natürlich das Beste, was man da draufschreiben kann, ist natürlich Tod. Und das ist bei einem, also zu seiner Theorie vielleicht die meisten Sachen eben irgendwo anfertigen. Gibt es als Aufträge und jetzt ist es so eine Firma, die eigentlich so Werbeballons macht für irgendwelche Firmen, die dann halt natürlich immer möglichst unmöglichst aussehenerregend sind. Und das tut der natürlich auch, aber anders. Er ist auch sehr grau, aber aussehenerregend. Ich habe heute, war ich auf deinem Instagram Auftritt oder wie man sagt, und da hast du dich, was ich sehr schön finde, wo ich auch immer mit einer großen Berückung und Verzückung vorbeigehe, in der Nürnberger Bahnhofspassage in diesem Perückengeschäft, hast du dich vorher fotografieren lassen und hast geschrieben, dass das eigentlich, es sollte, so habe ich das verstanden, in der Sammlung aufgenommen werden. Das wäre wunderschön. Es ist wirklich fantastisch. Ja, es ist jetzt leider schon lange weg. Ich bin froh, dass dieses... Was? Es ist... Ja, es geht schon lange weg. Weil jetzt meine große Freude, sowas, also vielleicht ist es irgendwo gelandet, sowas kommt ja manchmal in ein kulturhistorisches Museum. Kunstsammlung dann leider ja nicht, wenn es nicht irgendwer zum Ready-Made erklärt. Das aber das habe ich hier. Kennst du mal so? Nee, gibt's nicht. Ja. Ich habe halt das Gefühl, ich möchte jetzt ein Kompliment machen. Es gibt ja wirklich in diesem Kunstbereich gibt es ja Leute, die einen Arsch die Bubble loslassen, wo eine wirklich nach drei Zeilen sämtliche Körperteile einschlafen. Und es ist ja sowieso schon schlimm genug mit dieser modernen Kunst. Aber ich meine, dass du wirklich eine klare, deutliche Sprache sprichst und versuchst, diese hohen Hemmschwellen ein bisschen abzuschaben. Das freut mich. Das ist mein Ziel. Ja. Schon. Vom ganzen Kunstpalett. Ich bin froh, da gibt's ja, aber vor der Kamera soll ich da lieber links. Wie viel verträgt das allein am Publikum? Sind die Hatte nehmen? Sind das Hatte Säue? Kann man denen was hinhauen? Schon saßen, ja. Ja. Doch. Also, es ist auch das Erlanger Kunstpublikum ist auch super schön gemischt und vielseitig und ja, also lassen sich auch ein auf jeden Fall. Was ist denn mit diesen verzockten, uninteressierten, zukunftslosen Studenten in der Stadt? Wir können noch mehr davon kommen. Schon, oder? Ja. Also an der Stelle mal in die Kamera hinein, ihr faules Dreckspack. Ich meine, die saufen ja nicht einmal mehr. Ja, da kann man auch sogar noch einmal öfter mal saufen. Also, ja. Schon länger her wieder, aber wir machen auch tolle Partys. Grünanlagen für Geschlechtsverkehr werden auch vorliegen. Nein, ja, genau. Optimaler Standort. Reißt euch einmal zusammen, nehmt doch mal mehr Drogen und den scheiß Bachelor kann man auch noch später machen. Was ist als nächstes geplant, Frau Theis? Als nächstes haben wir erst im Januar das Operndorf Afrika zu Gast. Operndorf ist von Christoph Stinsief ins Leben gekommen. Und jetzt soll ich. Ja, und die haben immer eine Künstlerresidenz in Burkina Faso, wo dann vier Künstlerinnen dort zusammenkommen und die kommen danach immer in Deutschland, treffen die wieder zusammen seit ein paar Jahren und da gibt es dann immer eine ausgewählte Institution, wo das dann stattfinden soll und das sind in diesem Fall wir. Das schaue ich mir an, weil da habe ich wirklich, da hat der Schlingensicht, da war er schon todkrank, hat er von diesem, dass man dem
durch ein ganz Obergebiet, dass man nach Afrika den Wagner hinunterbringt, wäre ganz wichtig, wo ich mir gedacht habe, ist es wirklich so wichtig? Da kann ich, glaube ich, was dazulernen, wenn ich da dann komme. Ja, weil, genau, weil er auch ja eher umgekehrt ist, er kann von Afrika lernen. Also gar nicht auf den Wagner runterbringen, aber eigentlich eher umgekehrt. Ja. Und so sind die Künstler, die da sind, sind eben auch nicht nur afrikanische Künstler, sondern auch aus anderen Ländern. Und die kommen dann eben zu uns, stellen bei uns aus und da gibt es dann so zwei Wochen komprimierten festivalartigen Ding, ganz unterschiedliche Veranstaltungen und die Künstler dann auch zusammen. Frau Deist, ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank, ich bedanke mich auch sehr.